Wir sind die heiße Online-News mit Silke Wilde. Bundeswehr setzt auf Ersatzteile aus dem 3D-Drucker. Um die Materialprobleme zu bewältigen, will die Bundeswehr auch auf neue technische Möglichkeiten setzen. So sei es denkbar, Ersatzteile für Bundeswehrfahrzeuge mit dem 3D-Drucker direkt im Einsatzgebiet zu fertigen und dort auch einzubauen. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen betonte am Dienstag in Erfurt, dass in den 3D-Druck investiert werden solle. Trotz Zensur. Facebook eröffnet Innovationsplattform in China. Mit einer Investition von 30 Millionen US-Dollar registrierte Facebook eine Firma in der ostchinesischen Metropole Hangzhou. Wie aus den Mittwoch vorliegenden amtlichen Meldeunterlagen hervorging, soll das Zentrum Entwickler und Start-ups unterstützen. Die offizielle Anmeldung des neuen Facebook-Unternehmens wurde jedoch ohne erkennbaren Grund von der zuständigen nationalen Webseite entfernt. Linux aus. Niedersachsen will knapp 13.000 Rechner auf Windows umstellen. Nach München droht dem Pinguin nun auch auf niedersächsischen Verwaltungsrechnern das aus. Derzeit laufen in der Steuerverwaltung des Bundeslands etwa 13.000 Arbeitsplatzcomputer mit einem Linux-Betriebssystem. Wie eine Sprecherin des Finanzministeriums gegenüber Heise Online bestätigte, ist nun aber eine Migration der Rechner auf ein Betriebssystem von Microsoft geplant. Dabei werde es sich vermutlich um Windows 10 handeln. Längste Mondfinsternis des Jahrhunderts. Am Freitagabend wird der Mond mehr als anderthalb Stunden vom Kernschatten der Erde verdunkelt. Weil der Mond hierzulande besonders dicht über dem Horizont stehen wird, sorgt die sogenannte Mondtäuschung dafür, dass das Himmelsspektakel besonders eindrucksvoll ausfallen dürfte. Die totale Finsternis dauert ganze 103 Minuten. Ähnlich lang wird es erst im Juni 2029 wieder und länger erst im Jahr 2123. Diese und alle weiteren aktuellen Nachrichten finden Sie auf heise.de.